Hallo Freunde, das Mittagessen heute war so gut und ich habe mich da wieder etwas gehen lassen. Ich bin halt ein Genießer, ist halt so. Und deswegen habe ich mir mal heute Mittag jetzt beruflich ein bisschen freigenommen. Ich will mal ein bisschen was wegkriegen von den vielen Kalorien, die ich jetzt eben aufgenommen habe. Und dazu bin ich hier ein bisschen in den Schwarzwald reingefahren, ein Stück, wo ich schon lange mal hin wollte. Mal wieder, war früher schon mal hier. Und da jetzt im Augenblick keine Touristen oder so gut wie keine, vermutlich keine Touristen da sind, werde ich auch meine Ruhe haben. Ich habe natürlich logischerweise mal wieder zu viel Ausrüstung mitgenommen. Ich möchte ganz einfach mich nur ein bisschen auspowern. Ich will kein großes Lager machen oder sonst irgendwas, einfach nur ein bisschen unterwegs sein, mal schauen, die Landschaft ein bisschen zu genießen. Und bin hier an so einem Kulturgut, zeige ich euch dann auch gleich mal ein bisschen. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich meine Ausrüstung ein bisschen reduzieren kann, ein bisschen was loskriegen kann. Ich will eigentlich alles mitschleppen. Wozu? Ich wusste nicht, wie die Wetter- und Windverhältnisse hier oben sind. Deswegen habe ich einfach mal ein bisschen was eingepackt, aber es ist zu viel. Weil vom Wetter her, wie ich das sehe, wir haben ein paar Wolken, wir haben ein bisschen Wind, okay, aber ansonsten, so wie ich das jetzt sehe, in die nächsten 2-3 Stunden höchstwahrscheinlich werden wir kein starkes Gewitter und auch keinen stärkeren Regen oder irgendwas bekommen. Aus dem Grund kann ich ganz gut abspecken mit der Ausrüstung. Habe hier einen ganzen Rucksack voll Sachen mitgenommen, aber die brauche ich nicht, wie gesagt. Mal schauen, was ich rausnehme. Fangen wir erstmal hier. Die brauche ich die. Also vielleicht nehme ich mit. Bisschen erste Hilfe. Ist nie schlecht, habe es nie gebraucht, aber nie schlecht. Natürlich, sicherheitshalber. Handy nehme ich auch mit. Leg mal hier hin. Das andere Zeug, nein, das brauche ich nicht. Zeckenschutz und so. Ein Survival-Armband brauche ich nicht. Feuerkit? Brauche ich ein Feuerkit? Na, vielleicht mache ich mir was zu trinken unterwegs. Also nehme ich mit. Videolampe? Nee, das brauche ich garantiert nicht. Nee. Säge? Klar, nehme ich die mit. Messer? Welches? Das kleine, das größere, kommt das nächste, das größere nehmen wir mit, oder? Reicht das kleine nicht? Ach komm, das kleine reicht. Ich bin hin und her gerissen. Nee, ich nehme das größere mit. Noch ein Ersatz-Akku für die Kamera, den brauche ich natürlich eventuell, weiß ich nicht. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt was aufnehme oder was aufnehmen kann unterwegs, ob es sich lohnt. Mal schauen. Was haben wir hier noch? Die Gamaschen brauche ich auch nicht. Die kann ich weglassen. Das nehme ich natürlich mit. Wasser, ist ja klar. Schnur. Ne, brauche ich nicht. Sitzauflage. Ne, ich habe meine Jacke dabei. Dann habe ich hier noch den Poncho aus dem Low-Cost-Projekt. Den nehme ich mal mit, rein als Schutz für die Kamera, falls es erforderlich sein sollte. Man weiß ja nicht, im Schwarzwald kann das Wetter sehr schnell ändern. Also haben wir die Ausrüstung reduziert. Das nehme ich auf den Gürtel, das kommt auf den Gürtel und das muss ich in den Taschen unterbringen. Na, Gott sei Dank hat meine Jacke richtig schöne Taschen. Auch in meiner Hose habe ich Platz, da ich so eine Art Moleskin-Hose anhabe mit den Seitentaschen. Hier schön große Taschen, hier hinten. Da kann ich schon ein bisschen was reinpacken. Dann wird es gehen. Ich habe alles verteilt. Der Poncho, Oberschenkeltasche. Dann hier Erste-Hilfe-Kit. Mein Kompass, den habe ich auch noch dabei. Klar, der muss dabei sein. Die Säge in der Innentasche.
hier Messer, Wasser und Tee. Hier haben wir das Feuerkit und die Handschuhe. Und in der Oberschenkeltasche habe ich das Handy und den Reserveakku für die Kamera. Passt. Na, wer errät, wo wir hier sind? Ich lasse euch da mal in die Runde schauen. Mal schauen, ob es jemand von euch weiß oder erraten kann. Schon erstaunlich, was früher so alles gebaut wurde und wie wenig Mittel die Leute hatten, sich zu schützen. Das ist hier die sogenannte Barockschanze. Ist rekonstruiert worden, so eine Sechseckschanze. Und im 18. Jahrhundert gehörte die mit zu einer der umfangreichsten Verteidigungslinien, die durch ganz Baden sich durchzog. Es ging damals um die Vorherrschaft in Europa. Und das war ein ganz guter, passabler Schutz für die damaligen Verhältnisse, ein passabler Schutz gegen die Franzosen. Damals haben die Franzosen ganz stark über den Oberrhein nach Baden reingedrängt und haben das Habsburgische Kaiserreich immer mehr bedrängt, immer mehr versucht zurückzudrängen. Und hier mit solchen Schanzen, das gab ja eine ganze Linie, ein ganzer Gürtel dieser Schanzen, im Schwarzwald entlang, so Richtung, also parallel zur jetzigen französischen Grenze. Und da haben die recht schön sich wehren können. Es sind zeitweise bis zu 15.000 Schanzenbauern sind an solchen Schanzen dran gewesen, um das hinzubekommen, um diese tiefen Gräben und dann nachher die hohen Hügel hinzubekommen. Wahnsinn! So hat es der damalige Markgraf ganz erfolgreich hinbekommen, zu seinen Lebzeiten das Land zu sichern. Auch so geht's. Dann schauen wir es sich mal an. Ich stehe jetzt hier so ziemlich genau in der Mitte von diesem Platz. Da ist nicht weit bis zu den Rändern. Diese Bauten waren nicht da früher, das ist erst später gemacht worden. Das sind jetzt so Aufenthaltsräume. Auch hier auf der Seite, da gibt es ein paar Toiletten. Nochmal einen Aufenthaltsraum. Auch die Bänke gab es nicht, die hatten es nicht so bequem. Aber auf diesem kleinen Platz mussten bis zu 200 Soldaten und Zwangsverpflichtete sich aufhalten und sich gegen die Franzosen wehren. Wenn es dann zum Angriffsfall kam, dann wurde hier oben auf dem Wehrgang ständig patrouilliert. Nur geschützt durch diese Brustschanze, durch diesen kleineren Hügel oben drüber nochmal. Und das Eingangstor, na, so vielversprechend ist so ein Türchen auch nicht, aber wenn da so 40, 50 Soldaten hier oben stehen mit Lanzen, Harpunen und so weiter, Speeren, na, da möchte ich aber auch nicht hier rein wollen. Und der vorgelagerte Wachturm hat auch noch mal ein bisschen erhöht beobachten können ins Tal runter und hinten auf die Kuppe, so waren wir doch relativ sicher. Und deswegen ist es zu Lebzeiten von dem Markgrafen hier einigermaßen sicher gewesen. Ich bin jetzt hier auf dem Wehrgang, also dieses Brustwehr, das ist schon ganz schön hoch. Also man sieht, ich bin hier gerade mal mit dem oberen Teil der Schulter, rage ich über die Kante oben raus. Und dann hat man hier eine schöne Ablage, nochmal eine kleine Kante hier, wo man sich dann schön verteidigen konnte. Na, die haben sich was dabei gedacht. Aber nichts von wegen Regenschutz oder so. Hier wechselt die Gegend ab von Wald zu freier Wiese auf der Bergkuppe. Dann wieder Wald, dann wieder Wiese. Ist toll. Ist richtig toll. Oh, da ist ein Weg. Ja, gleich mal schauen.
Welche Richtung muss ich denn? Ja. Wir gehen Richtung Süden. Also hier lang. So geile frische Luft. Auch hier hat es natürlich ständig geregnet, da liegt sogar noch Schnee. Hat es also auch geschneit. Die Luft wurde gereinigt. So muss das. Unsere Freunde, die Jäger, immer an Punkten, wo man gut sehen kann, mit Lichtung und so. So muss das. Hier auf dieser Hochebene, auf den Hügeln hier, eine Hochebene ist es eigentlich nicht. Es geht immer hoch und runter. Da ist natürlich immer ordentlich viel Wind. Ich bin sehr froh, dass ich meine winddichte Jacke dabei habe. Musste allerdings auflassen, weil man schützt ja ein bisschen beim Laufen. Und das ist gut so. Muss ein paar Kalorien wegkriegen. Gott sei Dank liegt noch kein Schnee, sonst wäre es mühsamer. Vielleicht sogar besser. Lang geht's nicht mehr. Die Sonne ist schon wieder ziemlich tief. Naja. Ich glaube aber, ich halte es mal kurz an und mache mir einen Tee. Ja, das mache ich. Weil ich habe auch noch die Fragen dabei. Monika von Freiburg mit ihrem Outdoor-Kanal hat mich auch zum Bester Award nominiert. Ich dachte, der Kelch geht an mir vorbei. Aber ist halt so. Und da will ich auch gern mitmachen. Ist auch eine Gelegenheit, über sich ein bisschen was zu erzählen. Gerade speziell die Fragen, die sie gestellt hat. Aber jetzt suche ich mir erstmal ein Plätzchen. Dazu gehe ich auch in den Wald. Mal schauen, wenn wir doch mal gleich ein Plätzchen finden. Da sehe ich ein bisschen die Sonne durch die Bäume scheinen. Also, vielleicht haben wir ja Glück. Und ich finde so ein Sonnenuntergangsplätzchen auch nicht schlecht. Hoppa. Naja. Geht noch ziemlich weit noch. Ach komm, ich schlag mich in die Büsche. Da ist doch was. Ja, sieht doch nicht schlecht aus hier. Ja, ein bisschen Sonne haben wir auch noch. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Das machen wir. Ich hole jetzt ein bisschen Holz,
Und dann ist das hier höchstwahrscheinlich, muss ich mal schauen, wenn das alles nur Humus ist, dann taugt es nichts. Nee. Nee, geht nicht. Alles organischer Boden. Lieber nicht. Das sieht auch nicht viel besser aus. Na doch, oder? Doch, für ein kleines Feuer geht's. Passt. Ich habe jetzt noch einen besseren Platz gefunden. Ein Stück hier rüber. Ich mag das, wenn eine kleine Sitzfläche mit dabei ist. Das buddel ich hier ein bisschen frei. Hier unten. Alles Mineralische weg. Machen wir schnell einen Grabstock und dann geht's schon los. Oh, ist schon durch, ist schon alles mineralisch. Prima. So lobe ich mir das. Jetzt dachte ich, ich müsste viel tiefer graben. Leider kein Sonnenuntergang mehr. Nur noch ein bisschen rot am Himmel. Die Sonne hat uns eins gehustet. Tja, Leute. Jetzt ist es einfach schon ein bisschen zu dunkel geworden, die Sonne macht nicht mehr mit. Also werde ich jetzt noch ein bisschen hier meinen Tee kochen und ich werde diesen Beste Award, das Video werde ich ein anderes Mal machen. Ich habe jetzt Lust zum Tee trinken und es gemütlich machen und nicht zum lange Quatschen. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.